Digga. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Sonntagsnachrichten mit eurem Lieblingsnachrichtensprecher Pascha Sellinger. Normale Menschen telefonieren gerne mit Freunden, Familie, Freund, Freundin. Na, Big Mac. Und dann gibt es noch Menschen, die telefonieren gerne mit. Wer ist in der Leitung? Ja, hier ist der Jens aus Rastatt, hallo. Jens aus Rastatt! Schlägt mal wieder zu, aber diesmal hoffentlich mit der richtigen Lösung. Also ich denke die Milch. Du bist ja toll, super! Jawohl, gewonnen! Juhu! Oma, ich hab gewonnen, Oma, komm! Kräftiger Applaus für Jens! Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Meine Oma... Herr Bruder, ist schon ein Privileg, da zu gewinnen. Gefühlt rufen da ja immer 1000 Leute an, niemand gewinnt, Digga. Also ich hab, glaube ich, wirklich Retalk, als ich noch ein kleiner Butschi war, bei so einer neuen Live-Sendung, ich hab, glaub, noch nie jemanden live gewinnen hören oder sehen. Niemals. True Story. Und warum ist die da? Ach, die ist hier, macht den Haushalt, bis sie meine Eltern schaffen. Ich hab heute frei. Jens, der Ehrenmann, lässt einfach mal die Oma bei sich daheim antanzen und den Haushalt machen. Aber er... Ich hab heute frei. Da gehen nochmal Grüße raus an dich, Jens. Jens, falls du das hier sehen solltest. Uiuiui, verwöhnter Sohnemann, ne? Als nächstes... Mein Dad heißt auch Jens, das war's komplett. Nächstes bin ich wahrscheinlich, so wie jeder, auf Bibis Haustour gestoßen. Was war sie denn hier überall dieser... Habe ich immer noch nicht gesehen, Livestream. Vielleicht luschern wir in das Video auch mal rein, aber ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass ich dann ganz böse Depressionen schiebe, wenn ich denen ihre Luxusvilla sehe. Da muss ich groß. Glaubt ihr, die haben noch irgendeinen Raum mit einem kleinen Pool für mich noch? Freie Dinger? Ich brauche auch wenig Platz, Baby. So eine kleine Gaming-Ecke, 1-Gig-Leitung, 50er Upload, 1er Ping, da bin ich quasi schon zufrieden. Ich putze auch regelmäßig die Bude durch. Ich stelle den Putz vor, Digga, ich putze nicht selber. Einbauschränke hier und auch da. Und diese Schrankthematik hat irgendwie nicht locker gelassen. Auf jeden Fall haben wir über 40 Meter Einbauschränke in diesem Haus. Über 40 Meter. Ja, und hier sind dann nochmal rechts und links ganz viele Einbauschränke. Hier haben wir alles Mögliche gelagert. Was habt ihr da gelagert, um Gottes Willen? Und hier haben... Retalk. Die sind beide Influencer, beide mega aktiv auf Instagram. Ich wage zu behaupten, die haben halt auch einfach mega viele Klamotten, ne? Nicht jeder shoppt nur einmal alle 3 oder 4 Jahre, so wie ich. Die haben halt auch einfach ein bisschen Klamotten. Die müssen irgendwo untergebracht werden. Haben wir noch einen Backofen. Wo? Hä? Woher kommt dieser Backofen, ne? Moin, moin, meine aktiven Freunde. Genau wie sogar an der exakt gleichen Stelle haben wir wieder ganz viele Einbauschränke. Okay, das sieht schon sick aus, aber Digga! Kannst du eine ganze Familie unterbringen? Die neue Challenge fürs Vortrinken am Wochenende. Jedes Mal, wenn ein Einbauschrank vorkommt, ein kurzer. Jägermeister! Ein Vorteil hat aber die Thematik mit den Einbauschränken. Falls Bibi und Julian mal umziehen sollten, können die ihr ganzes Haus in die Einbauschränke packen und auf entspannt umziehen. Sorry, ich habe mir jetzt gedacht, wenn Bibi und Julian schon ihr Haus zeigen, zeig ich euch mal mein Haus. Yo Leute, checkt meine neuen Einbauschränke. Mein Gott, war der schlecht. Dann habe ich noch gehört, dass Monte 20.000 Euro in Sicherheitssysteme investiert in seinem Haus. Ich habe sehr, sehr viel Geld in das neue Haus investiert, in das Sicherheitssystem. Und da habe ich für Marcel noch einen kleinen Tipp, der kostengünstiger wäre. Ist der Teller der Auslöser? Also, falls mal ein Zuschauer bei dir daheim nerven sollte, absolut verboten, die Scheiße, oder? Marcel, mit dem Ding bist du sicher. Boah, schlägt zu wie die Sau. Als nächstes schauen wir mal wieder bei Elena Campari vorbei. So. Absolut illegal. Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar sehen wir heute die Ja-Nein-Nicht-M-Challenge. Und diese arschgeile Challenge dreht Elena natürlich nicht alleine, sondern mit ihrer Kollegin Mandy. Und wie gut sich Mandy schlägt, schauen wir uns jetzt an. So, Mandy, du machst ja auch gerne Shootings, oder? Richtig. Wie lief das letztes Mal so ab? Also, wo habt ihr euch da getroffen? Wir haben uns tatsächlich, Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Ach so, ich verstehe. Mandy einfach auf Einfach-Peter-Niveau angelehnt. No front. Schauen wir jetzt mal gemeinsam, was Elena so macht. Ja, der Kellner, der war auch lustig, ne? Kannst du dir nochmal kurz beschreiben? Der sah sympathisch aus. Habe kein Trink. Geld mehr, wäre da ja 1 Euro okay? Ja. Ja, ja. Der, was
Was musst du denn da wegrecherchieren? Oder? Und nachdem ich jetzt herausgefunden habe, dass Elena und ihr Freund die Videos selber schneiden kann... Achte mal auf Mandys Riesenhände. Wir haben... Das ist ihre Uhr. Das da sind ihre Hände. Livestream, mit der sollte man nicht streiten. Wenn die euch eine klappt, dann gehen die Lichter aber aus. Und nachdem ich jetzt herausgefunden habe, dass Elena und ihr Freund die Videos selber schneiden, kann ich an der Stelle behaupten, dass euer Schnittstil einfach zu wild ist. Wie ist es dann so? Also er legt sich dann irgendwo hin, gibt es dann Streitereien zwischen den Mädels, dass der eine oder andere sagt so, oh nee, ich will jetzt neben deren liegen. Meist liegen wir aufeinander. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video... Schnitt 10 von 10. Gefallen hat, finde ich sehr gerne... Ausschnitt. 12 von 10. Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es auf kostenfreier Ehrenbruder was ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wie heißt der Chat? Sagt mir das mal kurz. Ich will mal kurz googeln. Ja, vor 10 Jahren hätte ich dann auch noch gegoogelt, ne, wo sie in Transformers im zweiten Teil durch die Wüste gejoggt ist, Livestream. Ich glaube, ihr könnt euch an die Szene auch noch so gut erinnern. Ab und zu sehe ich ihre Milchtüten auch noch nachts im Traum baumeln. Aber heutzutage, Bruder, da bin ich raus. War für ein Schulprojekt. Ja, klar, Bruder. Gibt's doch gar nicht, oder? Gibt's doch gar nicht von der? Oder? Ja, Zähne. Scheißegal, Digga. Juckt doch niemanden. Scheiß Allmanns im Chat. Auf den Legostein sollt ihr treten. Hier. Kriegt den Legostein direkt. Doch? Das war, glaube ich, in einem Musikvideo. So, als der Chris hier gerade ein paar Geeks weggeschallert hat in den Duo-Lobbys, war ich im Wohnzimmer und habe meinem Handy die Kommentare durchgelesen vom neuesten Video. Wie gesagt, da war ja eine kleine Produktplatzierung drin für so einen Browser, der richtig gut ist. Wenn es euch interessiert, einfach das neueste Video abchecken. Und ihr wisst ja, Chris kann das auch bestätigen. Er ist ja einer meiner dicksten Homies. Und ich mache mir halt echt mega Gedanken, für was ich Werbung machen will. Ich meine jetzt nicht so feste Partner wie im Stream, wie beispielsweise jetzt Level Up, Elgato, Instant Gaming oder auch Displayed und Hightech, ne, das sind ja feste Partner auf Stream bezogen, sondern dass man so einmalig Werbung macht in einem Video, ne? Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das nennt man halt Produktplatzierung so. Und das ist immer so, ja, bisschen so im Verruch geraten so in den letzten Jahren, weil halt da viele Creator es übertreiben, ja. Und die könnte man quasi schon als Werbeschleudern, könnte man die beschreiben. Die beladen als Beispiel, laden 5 Videos hoch und davon sind in 3 Videos so Werbeplatzierungen, die sehr gut bezahlt sind, aber ja, ich bin da irgendwie im Stream, ab und zu spreche ich über meine Partner, ne? Auch Level Up vielleicht ab und zu einen Ticken zu oft, ne? Gebe ich auch zu, aber ich werde auch immer ausgequetscht, ne? Kleiner Retalk an der Stelle. Aber so in YouTube-Videos, da ist es dann ja nicht mal eine Frage beantworten, sondern da macht man ja wirklich 2, 3 oder auch 5 Minuten mitten in einem Video Werbung für irgendein Produkt. Und da bin ich halt wirklich, wie gesagt, Chris ist mein Zeuge, sehr, sehr kritisch, was für Produktplatzierungen ich annehme. Und ich mache mir da mega Gedanken und ihr könnt euch nicht vorstellen, Livestream, was da für Anfragen reinkommen und was die wirklich für gestörte Summen teilweise bieten, ne? Bieten, genau. Ja. So. Und jetzt kam halt eine Anfrage rein vor 2 Wochen für einen richtig guten Gaming-Browser. Das habe ich gefühlt. Die haben jetzt nicht. Das ist halt. Diese Wagon-Deals, die bieten immer so gestörtes Geld, deshalb haben da auch wahrscheinlich manche Creator dann auch so eine kleinere Hemmschwelle wie ich. Die denken sich dann, ach komm, das Easy Money nehme ich mit. Aber ich habe ja da schon mal mit euch einen Retalk drüber geredet, dass ich gutes Geld verdiene, mich absolut nicht beschweren kann. Ich kann meine Miete bezahlen, ich kann lecker essen, ich kann alles, was ich mir an Equipment kaufen will, kann ich mir leisten, wenn ich das möchte. Und dann, ich muss ja gar nicht irgendwelche Wacken-Deals annehmen, weil dann habe ich halt noch mehr Geld. Aber ja, Bruder, ihr wisst, worauf ich hinaus will, glaube ich. Es muss halt nicht sein, weil, mashallah, dank euch,
Kurs geht raus, läuft bei mir so. Aber der Browser, den habe ich gefühlt, die haben auch ein gutes Geld gegönnt und das ist selten, dass halt eine Kooperation angeboten wird, wo die ein schönes Geld bieten und das Produkt auch gut ist. So, ja. Weil ganz ehrlich, den Browser hätte ich wahrscheinlich auch ohne die Produktplatzierung irgendwann entdeckt und benutzt. Deshalb ist es mega angenehm, aber ich mache mir da halt voll Gedanken und ich habe mir halt alle Kommentare durchgelesen. Das Placement kam mega gut bei euch an. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, das neueste Video auf dem Highlight-Kanal, ne? Gerne mal abchecken. Den Aal, das Video ist es hier. Kommt auch sehr gut an von den Views. Ist auch ein gutes Thema auf meinem Highlight-Kanal, falls ihr den noch nicht kennt, gerne abchecken. Einfach mal nach dem 12-Stunden-Stream morgen oder so auf gemütlich schauen, dass ihr Bescheid wisst. Aber worum es mir geht, Livestream, ich freue mich einfach mega, dass es ankommt. Da ist nicht ein Scheiß-Kommentar gewesen. So. Alle haben gesagt, geiler Browser, kenne ich schon. Oder hey, Digga, ja, sieht gut aus, lade ich mir mal runter. Mhm. Einfach Kuss geht raus dafür, Livestream. Das zeigt mir halt auch wieder, dass die richtige Entscheidung war. Ich habe halt für keinen Schrott Werbung gemacht, also kriege ich auch keinen Hate. Aber das ist dann nochmal so, das freut einen dann, dass du halt dann auch, ja, wie gesagt, das letzte Placement-Livestream, das kam vor, glaube ich, 120 Videos auf dem Highlights-Kanal. Das war für Apex Legend, das war ja sogar eine Kombination mit Stream. Das war gerade ein Highlight-Video und ja, quasi 100 Videos ohne Produktplatzierung, Bruder. Da können sich, glaube ich, andere Creator mal eine Scheide von abschneiden. Und trotzdem mache ich mir so Gedanken-Livestream, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Und wenn euch das interessiert, was das für ein Browser ist, dann checkt mal einfach das Video aus und ja, der ist kostenlos, könnt ihr euch mal runterladen. Darum geht's aber nicht, ne? Es freut mich einfach leise und das wollte ich halt ansprechen. Das hat mich gerade mega gefreut, als ich die Kommentare durchgelesen habe.